Einen schönen guten Tag. In diesem Video erhalten Sie eine Übersicht über die neue Druckfunktion der Artikelabschreibung bzw. der Artikelverschrottung ab der Version 3.70.931. Ich habe schon mal das Bild so ungefähr vorbereitet, wie es aussehen könnte. Sie haben links Ihre Druckvorschau, wo Sie die dementsprechenden Abschreibungen gruppiert haben, gemäß Ihrer Auswahl des Fensters rechts daneben. Auch können Sie in diesem kleineren Fenster die Zeiträume definieren, von bis, ab oder bis maximal. Auch können Sie individuell für Ihre Auswahl sagen, was wollen Sie sehen. Im Klartext: Wenn der Steuerberater kommt und sagt, lieber Benutzer, ich brauche mal bitte eine Liste der von dir getätigten Abschreibungen für das Jahr 2016, also vom 01.01. bis zum 31.12. Über Eigenbedarf, geklaut und keine Ahnung, kostenlose Kundenmitgaben, je nachdem, wie Sie es halt genannt haben, können Sie das jetzt ganz, ganz bequem tun. Und zwar können Sie entweder im Artikelstamm über die Toolbox die Abschreibungen aufrufen oder Sie klicken in der Menüleiste auf Anwendungen, Artikel und Bestandsabschreibungen. Bis zur Version 3.70.931 war, dass unten links neben dem Druckbutton sich die Eingrenzung des Datums sich befunden hat. Hier konnten Sie zwar auch das Datum eingrenzen, aber Sie konnten nicht selektieren oder beziehungsweise es wurden Ihnen alle Abschreibungsgründe ausgedruckt. Nun können Sie explizit selektieren. In unserem Beispiel machen wir es einfach so, dass wir sagen, wir wollen hier vom 01.01. ist doch egal. Genau, wir sagen vom 01.01. bis zum heutigen Tag, also 8.11. wollen wir eine Liste unserer getätigten Abschreibungen oder Abschreibungsgründe haben. Sie klicken nun auf den Button hier Statistik neu berechnen. Wabi Profi 3 ermittelt, wie gerade schon erwähnt, nun für den von Ihnen gewählten Zeitraum 01.01. bis 8.11. die von Ihnen durchgeführten Abschreibungsgründe. Okay, so, dann wissen wir, okay, hier wurden zum Beispiel Eigenbedarf, Diebstahl, wie auch immer, wurden hier eingetragen. Diese könnten wir jetzt ganz, ganz einfach ausdrucken. Zur Auswahl des Datums möchte ich noch Folgendes dazu sagen. Wenn Sie hier dieses Datum zum Beispiel leer lassen und sagen, Sie wollen hier nichts bis zum 8.11. sehen, dann zeigt Ihnen Wabi Profi 3 von Anfang an bis zum 8.11. an. Oder Sie sagen natürlich, ich tue jetzt mal einfach mal 2 Jahre weg, machen wir es einfach mal so. Oder wieder jetzt welche dazu. Zack, hier übernehmen. Machen nun aktualisieren. Dann ändert sich natürlich meine Auswahl. Im umgekehrten Fall ist es so, wenn Sie hier kein Bis-Datum haben und sagen, aber Sie wollen ab dem, keine Ahnung was, sagen wir jetzt auch wieder vom 1.1. bis endlos sehen und Sie nun auf Aktualisieren klicken, ja, dann sagt er natürlich, ja, ich zeige dir jetzt mal alles an, was ab dem 1.1.2018 abgeschrieben wurde oder welche Gründe hierfür existieren. Also das ist schon mal sehr, sehr schön. Des Weiteren können Sie natürlich sagen, was wollen Sie denn eigentlich sehen? Um unser Beispiel zu Anfangs aufzugreifen, wo der Steuerberater gesagt hat, ich will mal alles sehen, was ist denn gestohlen worden und wie auch immer und was hast du selber gebraucht, können Sie dementsprechend Ihre Abschreibungsgründe auswählen. Dass Sie sagen, Eigenbedarf, Diebstahl, wie auch immer. Und wenn Sie nun auf Drucken klicken, können Sie, oder wir machen jetzt hier mal die Datengruppierung auf Grund, wenn Sie nun auf Drucken klicken, dann zeigt Ihnen Wabi Profi an, hier die Gruppe Diebstahl und die Gruppe Eigenbedarf mit dem dementsprechenden Abschreibungsdatum und den Artikeln mit den Einkaufswerten und den Stückzahlen dazu. Wählen Sie hingegen Datum aus, klar, haben Sie eine Gruppierung nach Datum, dann sagt er hier, an dem Datum haben wir 3 Abschreibungen gehabt und so weiter und so fort. Also hier stehen Ihnen wirklich Tür und Tor offen, um eine Abschreibungsliste sich auszudrucken, die wirklich zu 100% nach Ihren Wünschen oder nach den Anforderungen Ihres zum Beispiel Steuerberaters genügen. Ich möchte aber noch hinzufügen, dass wenn der Steuerberater natürlich sagt, ich brauche keine Ahnung, mal eine Liste von allen Abschreibungen, die du getätigt hast, und Sie sagen, ja, ich mache zwar alle, aber Eigenbedarf nehme ich raus, ja, dann
Was soll Wabi dann machen? Also das heißt, hier sollten Sie tatsächlich auch das angeben, was Sie tatsächlich brauchen oder was natürlich gefordert wird. Denn rückwirkend ist es natürlich möglich, im Falle einer Prüfung eventuell abgegebene Listen mit neu erstellten Listen in Wabi zu vergleichen. Und hier werden dann schnell Diskrepanzen sichtbar und sind natürlich dann auffällig. Aber ich hoffe, diese neue Druckfunktion gefällt Ihnen, wünsche Ihnen viel Spaß damit und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald. Tschüss.